letztes Jahr Silomais hier drauf und dann, ja, das ist der Acker aus dem Vortrag, ja, wo wir einfach nach den 40 Liter Regen gefahren sind. Relativ schnell gesät, ja, das da vorne war der Schlag vom Nachbau mit dem, das ist hier Erosionstest. Und hier, ja, das ist so mit Abstand die schlechteste Ecke. Ja. Drin, aber man muss ja halt immer ins Schöne hinlaufen, das andere hat verziehen. Ja, und wichtig ist einfach, ja, das ein nackter Grünrocker hinterlässt einen katastrophalen Boden. Ja, der ist normal Knüppel hat. Wenn da aber nur, so wie hier jetzt, die paar Wickel mit drin sind, ja, die Rübse sind überschaubar hier, dann ist das unter dem Boden schon was ganz anderes. Wir haben jetzt hier noch Weidelgras mit rein gesät, also da soll eigentlich hinterher noch 2-3 Schnitte Gras kommen. Deswegen haben wir den jetzt auch relativ verhalten gedüngt, sodass wir die restliche Gülle noch auf 2 Schnitte verteilen können. Wie viel Kubik hat er jetzt bekommen? 15 Kubik Gülle mit nicht einmal 4 Kilo Stickstoff. Ja. Eigentlich nichts. Ja. Das Problem ist der Rocke, wenn es so kalt ist, dass ich immer so Hause ausgleiche. Ja. Aber das ist okay. Gesamt. Ja. Am besten lassen wir es hier so liegen. Also guckt es euch einfach an. Also hier ist eigentlich. Deswegen, also nach dem Regen Anfang im März ist hier schon wieder fast das Wasser gestanden. Aber wenn man jetzt mal die Bodenstruktur anschaut, ja, das hätte es jetzt auch nicht erwartet, dass er so gut ausschaut, aber das ist schon. Man ist nie vor Überraschungen sicher. Ja, positive nimmt man immer gern mit. Gell. Nee, also das Lockern letztes Jahr, das war schon richtig gut. Ja, das muss man echt sagen. Und was der im Herbst Wurzeln runtergelassen hat, das war schon gigantisch. Und davon profitiert er jetzt natürlich auch. Ja. Soll ich ihn das Lockern hinterher wiederholen? Nee, auf keinen Fall. Gottes Willen. Also. Genau. Aber wenn ich jetzt versuche, ja, also die werden jetzt nochmal geimpft, die Fahrer beim Häckseln. Ja, die, wenn sie zum Häcksler fahren und vom Häcksler weg, dann fahren die in der Fahrgasse und fahren dort raus, wo sie sind. Ja? Und so, dass sie nur beim Füllen neben dem Häcksler sind und nicht. Ja, manche meinen, die müssen da zu dritt und zu viert hinterherfahren, immer in der gleichen Spur, da kriege ich schier die Krise. Aber und dann mit dem Vollerwagen durch die ganze Ärger. Ja, ja, immer quer durch, am besten Berg hoch, ja, wenn man da unten raus kann. Ohne Allrad. Ja, oder so. Ja, aber die muss ich noch ein bisschen impfen. Ja, weil da steckt noch am meisten Potenzial, denke ich, drin. Ja, wenn wir da hinkommen, dass wir nur noch die Fahrgasse lockern müssen, das dann von mir aus auch jährlich und das dazwischen können wir in Ruhe lassen, wäre das schon mal was. Ja. Aber das ist noch Illusion im Moment. Das lässt sich ja so nicht durchsetzen. Die Rohre vom Häcksler verlängern. Gülle wird nur in den Fahrgassen ausgebracht. Horsch probiert das doch alles auf 12 Meter. Ja. Horsch hat das doch jetzt probiert, alles auf 12 Meter. Ja, also unten ist schon nicht alles gut. Ja. Genau, das sieht man. Aber es ist alles durchwurzelt. Da bricht ja schön auseinander alles. Ja. Also wie gesagt, nach dem nächsten Spade kommt es da blau. Spritze kannst du mindestens mal alles nicht die gleiche. Und ja, du kannst es reduzieren, aber jetzt nicht komplett sagen. Ja. Und so sollte der Boden halt aussehen, komplett durchwurzelt. Ja, der läuft nachher aus Wasser runter. Aber es ist noch feucht genug, ja, ich kann noch kneten. Ja, die schwere Böde hält das Wasser noch. Ja, da haben wir sowieso. Also das ist echt hier, da kann schon mal ein Schlepper versenken. Ja, das ist wieder da steht hier jetzt alles drin. Die Rübse, die Wicke, das Futterweidelgras ist drin. Zum Teil ist noch ein bisschen Klee drin, da wo Fahrgasse aus dem Mais war. Da steht noch ein Internatklee. Ja.
Also es darf jetzt einfach auch warm werden, ja. Das, also das ist jetzt die Zündfurt aus dem letzten Sommer quasi. Ja, Beißert, mitgesät, oder? Achso. Achso, ist alles zusammen. Ja, aber das ist jetzt fast die schwächste Ecke vom Bestand. Und mit dem bisschen Dünger, was jetzt dran ist, sind wir noch zufrieden. Wie gesagt, wenn es mal über 20 Grad geht, sieht es auch wieder anders aus. Im Moment kommt halt aus dem Boden gar nichts. Wie kommen die Büschel eigentlich zusammen? Oder nein? Wahrscheinlich Hasen eingeschissen oder so. Keine Ahnung. Sieht zumindest so aus. Ja. Ja. Nee, es geht einfach darum zu zeigen, ja, das ist komplett durchwurzelt. Ja. Und wenn wir da nachher, also wenn jetzt ein Mais kommen wird, dann würde ich da auch nur noch flach schaffen. Ja, weil da drunter muss ich nichts reparieren. Ich muss da nicht irgendwo drin rumwühlen. Und wenn man das flach abschneidet mit egal was, dann kann ich da auch relativ schnell den Mais hinterher sehen. Ja, ich meine, da haben wir soll noch zwei Schnitte Gras runter. Und der kommt auch als grüner Rocker weg. Ja. Wie lange lässt man ungefähr stehen? Bis mehr anschieben oder? Oh, vom Wetter abhängig. Also es muss nicht der letzte Tag Zuwachs erreicht werden. Ja. Wir haben jetzt einige Flächen, wo man halt ganz spät, wo der Rocker ganz spät aufging, die haben wir jetzt umgelegt, wo ich gesagt habe, okay, da verzichte ich jetzt auf den Schnitt. Weil der ist auch nicht wirklich aus der Puscher kommt. Und ja, deswegen, also das sind jetzt noch 20 Hektar Grünrocker, wo ein Mais hinterher kommt. Hinter alle anderen Flächen kommt dann Sorghum, Hirse. Ja. Und da habe ich jetzt keine Not, ja, dass wir da schnell drauf müssen. Was ist denn dann nach Grünrocker die Bodenbearbeiter? Was kommt da? Die Federstadt. Ein bis zweimal. Mehr nimmer. Nee. Wie gesagt, wir haben letztes Jahr alle Flächen tief bearbeitet. Der Bestand, der draufsteht, hat es sich erschlossen. Ich muss da jetzt nicht tief arbeiten. Das wäre einfach gefrevelt, jetzt schon wieder da viel Diesel zu investieren. Ja, das muss nicht sein. Die Kultur hat die Bodenbearbeitung gemacht, oder? Durch die drei Wurzeln. Ja, wir haben letztes Jahr schon da investiert in die Lockerung, aber die hat es jetzt erschlossen. Ja, was soll ich da haben? Drin rumwühlen in so einem Boden? Ja, ja. Das wäre wirklich das Geld ausgeschmissen. Das muss einfach nicht sein. Und deswegen müssen wir jetzt einfach gucken, ja. Die Fahrer wissen, was sie zu tun haben. Mir ist dann auch wichtiger, ich ernte dann, wenn es trocken ist. Ja, und wenn es eine Woche vorher sein muss, weil halt dann irgendwann Regen kommt, dann kommt er halt eine Woche vorher weg. Ja. Das hat dann Vorrang, ja, wenn ich dann nachher Schlachtfeld produziere, dann habe ich gar nichts gewonnen. Mit den 1-2 Tonnen mehr Ertrag. Das Wasser kann ich für die nächste Anmischung mitnehmen. Das dazu, ja. Oder wenn jetzt, sagen wir, Ende April doch eine Regenphase kommen wird, dann muss man halt warten, bis es wieder geht. So ein Bestand zieht dann auch das Wasser relativ schnell wieder raus. Aber das ist alles normales Wissen, das hat jetzt nichts mit unserem System zu tun. Ja. Gar nichts, ja. Aber das, manchmal habe ich den Eindruck, bei vielen ist es egal, ja. Da wird halt durchgerammelt. Also viel PS helfen viel, ja. Das ist unser Problem, ja. Der Abstand zum Boden wächst mit der Reifengröße der Hinterachse. Ja. Hey, ich habe daheim ein Bild hängen, das hat das Haller Tagblatt mal aufgenommen. Das war Anfang der 90er Jahre, da haben wir mit 100 PS Schlepper mit 4 Scharfen Treppflug gepflügt. Wenn ich sehe, mit was heute gepflügt wird, ja, 6 Schar, mit Liebe mal 7 Schar mit 360 PS. Also, ja, da gibt halt die Maschine immer nach, aber. Früher ist man nochmal heimgefahren, wenn es nicht gegangen ist. Ja, aber das kann man sich heute meistens nicht mehr leisten. Ja. Das gibt dann die Probleme, für die man oft auch anklagt wird. Ja. Aber letztendlich, ja, das ist unser Kapital. Ja. Wenn ich dann nächstes Jahr wieder was runterholen will, dann soll ich es halt dieses Jahr nicht zerstören. Wie gesagt, die,
die Ernte 2016, wo wir da fabriziert haben, das hat richtig wehtan. Aber wenn du es nicht mehr anders kannst, ja, wenn der, das war Wickrocke, das war so ein Zeug. Und dann hat es halt, dann liegt da so Matte, darunter wird es nicht mehr trocken. Das war eine richtige Schlammschlacht. Hey. Aber das Spannende war, ja, wie das innerhalb von einem Jahr sich regenerieren lässt. Ja, da brauche ich dann sowas wie die Bakterien dazu, ja, dass die das wieder in Gang kriegen. Ja. Wenn da unten alles zugefahren ist, der Sauerstoff draußen ist, dann muss ich halt die Biologie mit integrieren.